Den Verdacht, den hatten sie schon lange. Mehr als 4 Jahre lang hat der Verfassungsschutz die Jugendorganisation der AfD als Verdachtsfall beobachtet. Eine Zeit, in der aus Verdacht Gewissheit wurde. Und so verkündete Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang heute, die JA, die junge Alternative, verfolge verfassungsfeindliche Ziele und werde daher als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingeordnet und vom Inlandsgeheimdienst künftig daher noch genauer unter die Lupe genommen. Neben der jungen Alternative gilt das auch für 2 weitere Gruppierungen. Über Einzelheiten und Reaktionen Gabor Hallas. Heimatprojekt, Tradition, Multikulti, Endstation. Im Oktober gehen sie voran auf der großen Demo der AfD, rufen die Parole der identitären Bewegung. Die junge Alternative gilt jetzt als rechtsextrem. Seid wehrhaft, schreiben sie im Netz. Laut Verfassungsschutz propagieren sie ein völkisches Gesellschaftskonzept. Beim Vorsitzenden klingt das so. Die Allparteienregierung, ob Bund, Land, betreiben hier einen Bevölkerungsaustausch. Und sie werden nicht ruhen, bis jeder Winkel unseres Landes und jedes friedliche Dorf mit illegalen Migranten vollgestopft ist. Nun kann der Verfassungsschutz zum Beispiel in der jungen Alternative leichter V-Leute einsetzen oder Telefone abhören. Der Hass, der von diesen Rechtsextremisten geschürt wird, führt nicht selten zu fürchterlicher Gewalt. Daher gehen wir so entschieden gegen diese Netzwerke vor. Auch hier suchen AfD-Größen die Nähe zum Verein. Radikalisierung im Denken ist ja nichts Schlechtes. Ja, Radikalisierung, das ist abgeleitet vom lateinischen Begriff radix, das heißt Wurzel und bedeutet eigentlich für mich ein gründliches Nachdenken, ein tiefes Nachdenken. Das war längst überfällig. Die Jugendorganisation der AfD gilt seit heute als gesichert rechtsextremistisch. Eine Organisation, die einer weltoffenen Demokratie den Kampf ansagt, die ein völkisch-nationalistisches Gesellschaftsbild propagiert und die eine zentrale Rolle spielt im extremistischen Netzwerk einer neuen Rechten, das Verbindungen zum Rechtsterrorismus hat. Das alles ist eigentlich längst bekannt. Und ja, vielleicht hat die Prüfung des Verfassungsschutzes etwas lange gedauert, aber die Zeiten, als man dem Bundesamt mit seinem Rechtsaußenchef Maaßen völlig zu Recht vorwerfen konnte, auf dem rechten Auge blind zu sein, die scheinen jetzt immerhin vorbei. Und doch sollte man 2 Fehler nicht machen. Erstens, zu denken, bei der jungen Alternative handele es sich ja nur um die braunen Schmuddelkinder der AfD. Nein, die gesamte Partei wird längst durch und durch von Rechtsextremisten dominiert. Nicht nur in Thüringen, Brandenburg oder Sachsen, auch im Bundestag und im Bundesvorstand der Partei, in Gemeinderäten und Freundeskreisen. Von der Spitze bis zur Basis ist die AfD eine rechtsextreme Partei. Der 2. Fehler, zu denken, mit der heutigen Entscheidung sei schon irgendetwas erreicht im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Eine wehrhafte Demokratie zeigt sich nicht allein darin, ob Extremisten besser überwacht werden können, sie zeigt sich vor allem darin, ob eine demokratisch verfasste Gesellschaft ihren Feinden die Stirn bieten kann. Und das heißt eben auch maximale Distanz. Schluss mit den Planspielen der parlamentarischen Zusammenarbeit im Osten oder anderswo und keine große Bühne mehr für diese Partei, keine gemeinsamen Podien, keine Sendezeiten. Spätestens jetzt sollten wir damit aufhören, den wachsenden Rechtsextremismus in diesem Land weiter zu normalisieren. Die AfD ist keine normale Partei, sie war es nie. Solche Sätze sind eine bösartige Antwort. Wer so einen Scheiß redet, der glaubt auch noch ganz andere Sachen. War das ein Mist? Das kannst du laut sagen. Los! War das ein Mist? Ja, Mist! Mist.